Rück. Danke. Herr Braunschweig. Hi. Wir kommen zu unserer 12. Mahnwache für den Frieden hier in Braunschweig vom Schloss. Und ich freue mich, dass ihr alle wieder so zahlreich da seid. Haben wir denn auch wieder Leute, die heute noch gar nicht da waren, die heute zum ersten Mal hier sind? Heute nicht, na, wenn, dann sind sie vielleicht noch erschöpft. Wie ihr vielleicht wisst, waren wir am Samstag zahlreich in Berlin vertreten, auf der ersten gemeinsamen Mahnwache für den Frieden. Und ich muss euch sagen, es war ein unbeschreibliches Erlebnis. Es war brütend heiß, aber so viele Menschen, wie da gekommen sind, sich engagiert haben, die Stimmung, das Gefühl, was da herrschte, das kann man gar nicht beschreiben. Erst auf dem Alexanderplatz und dann sind wir vom Alexanderplatz zum Potsdamer Platz gegangen. Und es wurde zwar auch immer wieder gesprochen, aber es kamen auch immer wieder Sprechchöre hoch. Das Gemeinschaftsgefühl für Frieden, es war ganz super. Am Potsdamer Platz haben sich dann die Menschen versammelt und ich kann euch sagen, Ostern waren es 5000 Menschen und es waren zu dem Zeitpunkt bereits schon viel mehr Menschen. Ich kann es beurteilen, weil ich ja Ostern dort war. Also ich habe so auf 6.000 bis 7.000 Menschen zu dem Zeitpunkt am Potsdamer Platz geschätzt. Und dann, es gab in Berlin an dem Tag 8 angemeldete Mahnwachen oder Friedensdemos, nur um die Bewegung möglichst zu spalten und damit möglichst wenige Menschen zum Potsdamer Platz kommen. Aber das hat nicht so ganz funktioniert, denn gegen zeitigen Abend hat dann eine Demonstration, die für Frigasa demonstriert hat, einen Sternmarsch gemacht zum Potsdamer Platz. Und dort kamen ungefähr nochmal 2000 Menschen. Und also schätzungsweise, ich kann es nicht genau sagen, weil der ganze Platz war zu, die ganze Straße war zu. Und ihr glaubt nicht, es war ein absolutes Gänsehautgefühl. Die kamen und die waren absolut friedlich. Also es gab überhaupt keine Probleme oder sonst irgendwas. Und wenn ich dann in den Zeitungen lese, die Mahnwachen bröckeln oder die Mahnwache wäre ein Flop gewesen, ne, dann möchte ich mehr von solchen Flops. Und dieses Gefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl, was man da erlebt, das kann man nur mit hierher tragen. Und ich möchte euch ein paar Grüße ausrichten, und zwar von der Frau von Rüdiger Lenz. Ich habe mich mit ihr unterhalten und sie sagt, seitdem Rüdiger Lenz von unserer Mahnwache nach Hause gekommen ist, spricht er von nichts anderem mehr. Wir wären wohl einzigartig. Ich freue mich und ich will auch alle begrüßen, die hier nur mal kurz stehen bleiben, mal kurz zuhören, auch drüben in den Cafés oder die hier in den Konsumtempel gehen. Vielleicht nehmt ihr euch mal einen Moment innezuhalten, nachzudenken und zu überlegen, ob wirklich alles das, was man euch so erzählt, wirklich wahr ist oder ob man vielleicht doch mal ab und zu etwas hinterfragen kann. Ich sag nur eins, sobald in den Medien davon gesprochen ist, wahrscheinlich, eventuell, es wird vermutet, dann könnt ihr davon ausgehen, dass diese Nachrichten nicht stimmen, dass es Lügen sind. Und ich habe keine einzige Nachrichtensendung in der letzten Zeit mehr gehört ohne diese Wörter. Unsere Nachrichten sind nur noch Lügen, Vermutungen, Mutmaßungen von irgendwelchen Thinktanks, Atlantikbrücke etc., die uns ein X von UFO machen wollen. Aber das wollen wir nicht. Wir stehen hier für den Frieden. Ihr müsst nichts von dem glauben, was wir hier sagen. Bildet euch eure eigene Meinung, aber bildet sie euch nicht im Spiegel, im Stern, bei der Bild-Zeitung oder in den Tagesthemen. Recherchiert selbst. Es gibt genügend alternative Blogs etc., wo man mal nachlesen kann. Redet mit euren Mitmenschen. Informiert euch.
Lasst euch nicht länger berieseln. Schaut nicht RTL und Recht TV. Das verblödet. Schaltet den Fernseher aus. So, genug gebrüllt. Und deswegen, ich wünsche euch allen einen tollen Abend hier in Braunschweig. Genießt ihn und für Frieden.